Ja, die hatten einen Elfmeter gekriegt und die haben ein Tor gemacht. Und ja, leider haben wir keine Tor gemacht. Und dann verlieren wir 1-0. An die Elfer, der war für dich wenig zu tun, der war ganz schön reingesichert. Ja, und sie schießen sehr gut, also kann ich nicht so früh gehen. Und die haben dann richtig gut geschossen im Ecke und ja, da komme ich nicht dran. Es war gut. An die andere Seite, direkt nach dem Elfmeter hat Pernille eine ganz gute Möglichkeit, dass ich vielleicht wohl den Punkt im Spiel, wo es gekippt ist. Ja, so sehe ich das auch. Aber es ist immer schwierig, da vorne Tor zu machen. Aber wenn wir gewinnen oder so, dann müssen wir Tor machen. Und wir müssen Tor machen gegen Norwich. Also das geht nicht anders. Die zweite Hälfte habt ihr ganz guten Moral gezeigt. Die Mannschaft hat sich aufgekriegt und eigentlich ziemlich viel Möglichkeiten kreiert. Leider war da immer eine Sari. Ja, also wir haben probiert und ich finde, wir haben sehr gut gespielt, zweite Halbzeit. Ich finde, das war unsere Halbzeit, aber leider war das nicht genug. Aber es ist ein gutes Moral, das wir nehmen mit im letzten Spiel. Ist es nun schwierig, dass Norwegen schon ausgeschaltet ist und dass ihr dann dagegen spielen sollt und für die soll nichts mehr? Ich finde das eigentlich ein gutes Ding. Also Problem könnte auch sein, dass jetzt haben Belgien mehr zum Spielen. Also die, da müssen Holland gewinnen, weil sonst kriegen die auch Punkte. Also, aber wir müssen nur unser Spiel spielen. Und ich finde, wenn wir so gut wie zweite Halbzeit spielen, dann gewinnen wir auch gegen Norway. Also so ist das einfach. Letzte Frage. Ich denke, diese Mannschaft, die hat sich sehr gesteigert, die dänische Mannschaft. Für euch ist eine Qualifikation zur nächsten Runde ist eine ganz tolle Sache. Ja, also wir müssen mal gucken, aber ich finde, dass wir haben gute Chancen. Also ja.